So Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Ja, es tut mir leid, dass der letzte Part kürzer war. Vor lauter Schneiden ist dann nicht mehr so viel vom Part übrig geblieben, habe ich gemerkt. Das ist immer ein bisschen schade. So, jetzt müssen wir aber gerade mal gucken. Hier ist nichts, dann muss ich da drüben wahrscheinlich hoch oder hier rüber. Ich gucke erstmal, ob da drüben noch irgendwas ist. Aber ich komme ja eigentlich nur da hoch zu dem Shy Guy. Was soll ich denn bei dem? Gibt's hier was umsonst? Aha! Da versteckt sich doch was. Nee. Leute, nee. Ich komme danach E-Level ab, hab alles wieder voll. Das ist es mir nicht wert. Zack, 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 zack. Alle hin. So, ich werde auf jeden Fall weiterhin die Ordenpunkte erhöhen. Es hängt hier eh alles an den Ordenpunkten. Beziehungsweise es steht und fällt mit ihnen. So, Stachelschild, was könnte ich denn jetzt noch reinmachen? Wenn schon das Superbeben, ne? Oder, ja, gut. Schrumpfen, Multisprung, ne, komm. Dann nehme ich noch das Erdbeben mit rein. So, und jetzt gucken wir mal, wo die Röhre hinführt. Da hören wir wieder ein Yoshi-Baby. Ah, es ist so finster, ich fürchte mich. Ach so, ja, gegen Finsternis können wir das unternehmen. Da war diese Blume und die hat mich gewirbelt und ich dachte, das sei cool und dann bin ich raufgeklettert. Und dann bin ich hier, bin ich herumgewirbelt und dann bin ich durch die Luft geflogen oder bin ich hier oben gelandet. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Es war so finster und unheimlich. Ich fand nicht mehr raus. Danke, dass du gekommen bist, um mich herauszuholen. Jetzt kann ich ja sehen, wie ich herauskomme. Ich gehe auch gleich nach Hause. Braves Kind. Naja, eigentlich nicht brav, weil es ja nicht auf Sushi gehört hat. Aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Zumindest nichts noch Schlimmeres. Wir sind ja rechtzeitig gekommen. Haben ja alles. Mario rettet ja mal wieder den Tag, ne? Hier können wir mal wieder Fahrt machen. Oh. Das ging schnell. Wow. Wir haben Verstecken gespielt. Ich musste suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin herumgewandert und dann habe ich mich verirrt. Du hattest recht, Sushi. Der Dschungel ist wirklich unheimlich. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Von jetzt an werde ich brav sein und dir gehorchen. Mario, wirst du an meiner Stelle nach den anderen suchen? Ich gehe jetzt nach Hause. Jingle? Haben wir alle. Das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wir haben jetzt den Jingle bekommen. Haben wir jetzt alle bekommen, also schon alle gefunden, oder haben wir einen vergessen? Aber hier ist ja Sackgasse, ne? Also müssten wir jetzt alle haben. Dann gehen wir jetzt auch mal wieder ins Yoshi-Dorf. Sehen mal zu, dass wir hier klar Schiff machen. Aber falls ihr euch erinnert, wir haben immer noch das Problem, es gibt diese Lavagrube, über die wir nicht hier zum Vulkan kommen. Wir haben ja eigentlich im Dorf nach Hilfe gesucht.
gefunden haben wir sie bloß nicht. War hier nicht irgendwo ein... Nee, das war nicht hier. Nee, das war nicht hier. Ups, hab ich mich getäuscht. Ja, ich wollte jetzt noch den letzten Weg basteln. Aber da habe ich mich gerade an der Position getäuscht. Ja, der war hier. Ah, das ist, wenn ich von hinten käme. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da hätten wir uns ja beim letzten Mal richtig Weg sparen können. Ach, bin ich doof. Na, dann wäre der Part noch kürzer gewesen. So, jetzt sind alle wieder zufrieden und glücklich und... Friede, Freude, Eierkuchen. Ist doch schön, wenn alles gut läuft. Wo ist denn der Häuptling? Ich würde gerne mit dem Häuptling reden. Häuptling ist weg. Haben wir jetzt die Statue hier von dem Krähenboss gesehen und tatsächlich, wir haben 5 Kinder gefunden. Ich dachte, das wären nur 4. Ja, die Krähe da oben will nicht mit uns reden. Ja, das bringt's nicht. Dann gucke ich mal hier, ob hier wieder der Boss sitzt. Ah, da steht er hinten an der Statue. Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal wie sehr wir uns bei dir bedanken, es kann nicht genug sein. Du bist ein wahrer Held. Wir wissen diese Tapferkeit zu schätzen. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch noch immer zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem der Vulkan zu erreichen ist. Komm bitte hier entlang. Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, ich hab's gefunden. Hier, bitte nimm's. Ein Jaderabe. Eine Abraxas-Figur, die du vom Yoshi-Häuptling erhalten hast. Immer wenn sich auf dieser Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir Don Raphael, den Herrn dieses Eilands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, dann ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jaderabe in die Statue von Don Raphael stellst, dann wird sich der Pfad in den Dschungel öffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Diese Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die dem Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du einen Weg finden wirst. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Einen Moment mal. Was war das für eine Stimme? Einen Moment mal. Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Im Vulkan ist das sehr heiß und sehr gefährlich. Das war die Stimme. Wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast, bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht drum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Du willst also zum Vulkan, weil du die Prinzessin vor ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz. Auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden, ich kann euch nicht alleine gehen lassen. Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Macht dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Komm, Mario. Kühler wird der Vulkan nicht mehr. Irgendwo hat sie recht. Ich weiß, die Stimme ist nicht weiblich, aber ich habe das am Anfang noch nicht gewusst. Gut, und jetzt dürfen wir zur Statue von Don Raphael zurücklaufen.
So. Aufgeladen sind wir. Ja, Statue von Don Raphael. Hätte ich den Weg gebastelt, wäre es jetzt leichter. Habe ich aber nicht. Habe ich vergessen. Wolf war doof. Ja. Ich würde sagen, die 3 Minuten, die wir beim letzten Mal, die uns beim letzten Mal gefehlt haben, die überziehen wir dafür einfach heute. Das fände ich nur fair. Weil so gesehen, ich habe sie euch gestohlen. Ich möchte sie euch auch wiedergeben. So, komm. Ich meine, der Weg ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Es gibt eindeutig Schlimmeres. Übrigens, diese Münze habe ich mir beim letzten Mal nicht geholt, weil so unnötig habe ich das mit den Münzen jetzt auch nicht. Warum bist du eigentlich schon wieder da? Ja, und jetzt trifft er mich auch noch. Ich weiß echt nicht, wen von den beiden ich schlimmer finde. Ich glaube, diesen dämlichen Waldfuzzy. So, komm. Wahrscheinlich hängt sich jetzt gerade wieder auf, dann. Ich glaube, dann kotze ich im Strahl, Leute. So. Tot! Ja, die geben jetzt aber auch nur noch 4. Vorher haben sie, glaube ich, 6 Stück gegeben. Bin mir aber nicht sicher. Immer gleich bewegen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ich wette, auch wenn der Weg für den in den Dschungel versperrt war bisher, jetzt sitzen sie alle schon drin. Alle Gegner sind da jetzt schon. So, Jade-Rabe einsetzen. Ah, das Ding geht zur Seite, ja. Man sieht die Schleifspuren auf dem Boden. Sehr schön gemacht. Stimmt nicht ganz, aber ist trotzdem schön. Und da hängt es wieder. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. So, hier sind wir wieder und ja, ich habe die Brücke gebaut. Ich war nämlich nochmal speichern und auch heilen. So, an dem Scheiger würde ich gerne vorbeikommen, ohne dass er mich angreift. Geht's hier nicht weiter oder brauche ich Switch oder irgendwas? Ah, Moment. Es hieß ja, die Büsche versperren einem selbst hier den Weg. So, ich wette, hier raus muss ich mir irgendwie ich verstehe. Ich muss die Fontäne dahin ziehen, wo sie mir von Vorteil ist. Und das wäre vermutlich hier, damit ich hier an die Liane komme. Alternativ auch hier in der Nähe von dem Stein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Da, jetzt ist sie da hinten. Ja, es sind so kleine Rätsel. Aber so Paper Mario Rätsel, die sind eigentlich immer ganz schön. So. Ah. So. Jetzt ist der Stein weg. Und jetzt können wir hier einfach dran vorbei. Nee, können wir nicht. Da mache ich einfach hier mal wieder eins auf und schon können wir durch. Hier gibt es bestimmt wieder Büsche, die den. Ne. Hätte ich jetzt gedacht, dass hier wieder Büsche den Weg versperren. Aber hier gibt es wohl noch ein anderes Rätsel. Ja, ich hab's ja gesagt.
überall neue Rätsel. Ja, eigentlich habe ich das nicht gesagt, aber es ist... Ist hier irgendwo klar. Ich hab vielleicht an dem blöden Ding da was machen? Ich meine, das sieht anders aus. Das hat hier doch garantiert irgendwas mit einer Reihenfolge zu tun. Jetzt guckt, ob das vielleicht an den Lianenblättern hängt. Warte mal, die hier haben alle die Lianen rechts. Die hier haben beide die Lianen links, aber es sind nur zwei. Einer fehlt. Und wahrscheinlich übersehe ich jetzt gerade wahrscheinlich einfach bloß einen Weg. Das hilft nicht. Ne, das war's auch nicht. Ich dachte, vielleicht hier mit dem Felsen hat es irgendwas zu tun, aber ne. Wüsste jetzt nicht, was. Aha, ich kann da doch dran springen. Das habe ich zwar eben öfter mal probiert, ne, so aus Tonic brauche ich nicht. Das habe ich nämlich gefunden, als ich Offscreen-Zeug gemacht habe. Aber hat es nicht gemacht. Oh Gott. Nee, 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 nee. Na ja, du. Geh weg. Ah. Ich habe keinen Bock auf euch. Ja, ich bin zwar mehrfach an diese Lianen dran gesprungen, aber es hat sie nicht interessiert. Ja, ich dachte mir das. Das ist halt das Problem. Wenn sowas nicht auf Anhieb funktioniert, dann denkt man immer, es schlägt fehl, obwohl es gar nicht fehlschlägt. Guckt euch das an. Ja? Muss man nämlich richtig machen. So, was war's denn hier? Go! Oh Gott. Die Show wieder. Ich glaube, da nehme ich jetzt mal Cooper mit. Ich habe nämlich eine Idee. Was haben die denn da noch dabei? Haben wir noch einen Magi-Cooper mit? Aber das ist mir so egal. Ich puste die einfach alle weg. Wo haben wir denn die Sternenmagie hier? Wir dürfen ja auch ein paar Sternpunkte für uns abtreten. So. Multirempler. Deswegen habe ich mir den auch eigentlich mitgenommen. Damit wir hier das hier machen können. Ich denke nicht, dass die... Die haben mehr als 10 Leben? Was sind denn das für Schweine? Okay, richtiges Timing blockiert aber. Ach, und heilen können sie auch noch. Tja, Herz allerliebst. Dann gibt's jetzt mal ein Erdbeben. So, damit sind die 3 Leben nämlich wieder weg. Und jetzt sind wir auf 13 Schaden und das mehr Leben können sie nicht haben. Das haben wir ja schon rausgefunden. Ja, da hat sich's wieder aufgehängt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde nochmal was umstellen. Leute, ich habe eine wunderbare Neuigkeit für euch. Ich fürchte, die Abstürze sind Geschichte. Ich habe nämlich jetzt eine Einstellung getroffen und so stabil waren unsere Frames das ganze Spiel nicht. Ich glaube, dieses Spiel wird ab jetzt nicht mehr abstürzen. Das habe ich schon mal gesagt, aber jetzt habe ich tatsächlich einen Beweis, weil die Frames nicht mehr runtergehen. Kein Stück. Die gehen das Minimum, was ich jetzt hatte, auf dem Weg hierher. Waren 23 FPS. Die ganze Zeit ist das Ding mindestens mal unter 19 gegangen beim Laufen.
jetzt konstant 25, wenn ich stehe. Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben, Ende der Spielfehler. Bis dann, euer Wolf.